Ja, meine Damen und Herren. Ja, wir fragen uns, wir sagen uns etwas. Ja, wir schauen in die Welt. Ja. Und weil das so ist, geben wir nicht nach, irgendetwas zu erzählen. Ja, das ist nun einmal so. Und weil das so ist, sagen wir wie immer, Ton ab jetzt hier. Na bitte, Ton ab. So, das ist mir ganz, das ist interessant, ganz, ganz interessant hier. Also das ist ja wirklich, also das ist es ja. Ja, also Sie sagen, es kann die Möglichkeit sich bieten, dass ein Unterhaltungsfilm selbst für einen Bildungsinhalt herhalten könnte, ja. Das ist ja gar nicht möglich. Das ist ja, das müssen Sie mal erklären, wie das geht jetzt. Ja, das kann ich machen. Ich sage mal Folgendes. Ja. Also erstmal muss ich vorweg sagen, ja, ich habe gelernt. Das muss ich für wir Deutsche sagen. Ja, wir Deutsche. Wir Deutsche reden uns manchmal in der eigenen ja, Wortveranstaltung, irgendwas da. Ja, Satz drucken, egal was. Wir reden uns häufig gerne so konfus untereinander, dass man auch manchmal den Faden verlieren kann. Also, dass da, was ist eigentlich der Inhalt so, ja? Oder das ist das verwirrende Labyrinth an irgendwas. Sie verstehen etwas, sie verstehen nichts mehr. Einer redet den anderen irgendwo, naja, also ein jüdisches Wort zum Beispiel, Meschugge, ja. Der einer redet den anderen Meschugge, ja. Das ist ja der Berliner, er hat ja irgendwie auch mal da ein paar Rückbleibsel an irgendwelchen Wörtern für irgendetwas. Ja, machen sie einen Sinn. Ja, nun gut, also kommen wir da mal zu eins. Oder bestimmt da zu einer Sache da mal, ja. Also zu einem Ding da als solches da. Da gibt es einen Film. Ja. Also ich möchte ja keine Schleichwerbung machen für irgendwas, weil ich halte das für einen Bildungsinhalt und nicht für ja und das soll verkauft sein oder irgendetwas. Ist mir einfach nur so da irgendwo, denke man mal, irgendetwas, ja. So, und das ist dann mal irgendwie, der Film nennt sich in Englisch God on Trial. Und da spielt sich doch eine sehr sonderliche Geschichte ab, in diesem Film. Ja. So, Sie stellen sich Folgendes vor. Also ich will denn die Inhalte nur auf die kürzesten Fakten setzen, damit man überhaupt mal weiß, so, oder dass man sich mal fragen kann, ja, will man irgendetwas verstehen, ja? Vielleicht, also, ja, so, also das geht so. Da sind ein paar Juden, die sitzen, weiß ich nicht, irgendwo Polen da in irgendeinem Arbeitslager. Ach, weiß ich nicht, da der Kapo da oder was, der kommt da aber ab und zu mal rein und so, strammig dann und dann haut der wieder ab und so ein Zirkus da. Die sind sich da selber überlassen, kommen da natürlich nicht raus und so, kriegen auch Langeweile, es geht ihnen gar nicht so gut und so. Und sie kriegen jetzt auf einmal, jagt ihnen da das Jammertal sich da, ihres Kopfes da sonst wo wohin, dass sie sagen, ja, irgendwas müssen wir jetzt hier machen, so geht es nicht. Also wir müssen irgendwas machen. Also die fangen sie an mit irgendwas zu beschäftigen, ja. Ja, sie sind ja angeblich jetzt mal alle Juden, ja. Das müssen wir jetzt also erstmal auch, lassen wir den Film auch mal so stehen und wollen die Inhalte, ja, da irgendwie so jetzt verstehen und so. Ja, und der eine Jude, der kommt auf die Idee und sagt zum Beispiel, ja, also wir müssen jetzt hier was machen, wir sitzen hier in der letzten Scheiße jetzt hier alle miteinander und deshalb müssen wir mal nachdenken, was mit uns überhaupt passiert. Und da kommt der andere Jude auf die Idee und sagt, ja, das ist unser Gott, sagt er. Deshalb sitzen wir hier. Und da sagt der andere, oder wieder ein anderer, der kommt da und sagt, naja, wenn das so ist, ja, dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Und wieder ein anderer fragt, ja, und was? Da sagt er, ja, wir werden jetzt Gott vor Gericht stellen. Da sagt er, wie willst du das machen? Ja, wir stellen ihn einfach vor Gericht. Das geht nicht. Doch, das geht, sagt der andere, und das machen wir jetzt, wir machen daraus ein Theaterstück. Ein Theaterstück, also die stellen sich hin und so, der eine da, bums, sagt, ich bin der Richter, der andere sagt, ich bin Anwalt, der sagt, ich weiß nicht, und dann stellt sich jeder hin und sagt, er ist Gott. Er ist Gott, er sitzt auf dem Stuhl vorm Richter und sagt, ja, er ist eben Gott. So, jetzt wird über Gott verhandelt. Ja. Und sie fragen sich dann untereinander, du Gott, warum bist du so ein scheiß Gott, dass du uns hierher geführt hast? Warum ist das mit dir so? Und so, und Gott muss sich immer rechtfertigen, warum er das alles gemacht hat. Warum hat er das gemacht, dass die Juden da jetzt in dem Lager in dieser Scheiße sitzen?
Ja, das ist also doch recht dramatisch im Übrigen. Ja, ist nicht ganz so lustig erzählt, wie ich das lustig erzähle, sondern das wird dort auch sehr dramatisch dargestellt. Und die Wechselwirkungen sind dann in einer Art von Heftigkeit der Vorwürfe und nochmal für Vorwürfe. Warum ist denn das alles so? Warum ist denn diese Scheiße jetzt hier so und dieser? Und warum ist das alles so? Und nochmal und nochmal. So, und dann kommen sie dann irgendwann mal schlussendlich so, ja, diese Aussage, und das ist die, die mich dann irgendwo da, also für mich, ich habe mir den Film angeguckt und da kommt es zu so einem Punkt, der mich dann berührt hat. Irgendwo so ein entscheidender Punkt irgendwie. Also die Aussage zum Beispiel, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Und Gott muss auch das wieder rechtfertigen. Ja, warum hat er sie aus Ägypten geführt? Und der andere Jude, da steht einer daneben und so, und der schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt da irgendwie, ja, das muss doch alles nicht sein. Ja, warum hast du uns denn aus Ägypten geführt? Das kann doch nicht sein. Es wäre doch besser gewesen. Und die 40 Jahre durch die Wüste, es wäre doch besser gewesen. Wir wären da nicht, ja, und das alles da, dieses Theater und so, ja, und was da alles noch so war. Und man kennt ja die Bibelgeschichte als solche. Jetzt also zum Alten Testament, wie sich das so vollzieht und so. Und der gibt ihnen die Vorwürfe und sagt, ja, du scheiß Gott, du hast uns da, es wäre doch besser, wir wären in Ägypten geblieben. Und so. Ja, und so. Also ich kann jetzt die Geschichte nur in diesen Umrissen insoweit noch erzählen, weil ich bringe mir das auf den Punkt, der mich in dem Film interessiert hat. Der Film ist ein bisschen länger, da sind mehr Inhalte drin. Ja, also zumindest ist das so ein kurzer Umriss, der mich dabei interessiert hat, und deshalb bringe ich es mal selbst auf die Aussage jetzt mit mir hier. Ja, nicht mir selbst, weil ich bin Berliner, ich habe damit nicht am Hut, aber es sind ja diese Juden sozusagen, und die fragen sich dann eben einfach mal da, ja, warum haben wir so einen scheiß Gott, du hast uns doch aus Ägypten und das hättest du nicht machen sollen. Ja, das ist die Aussage, das hättest du nicht machen sollen oder so ähnlich, ja. Ich meine, ich kann ja nicht die ganzen Wortformulierungen in absoluten Zitaten wiedergeben. Sicherlich habe ich es jetzt auch möglicherweise auch ein klein bisschen anders erzählt, aber das geht schon so. Wie ich das meine, so ist der Film für mich zu verstehen. Ja, was meinen Sie denn, was da nun ein Bildungsinhalt wäre? Oder wenn Sie fragen, das ist ein Bildungsinhalt. Das soll irgendwo jetzt, und das ist alles so wahr, und das wäre dann so. Naja, also dann sag mal, also die Tora da, also das Alte Testament erzählt nun mal auch diese Geschichte, den Auszug der Juden aus Ägyptenland, und das kennt man ja nun alles. Wer kennt das nicht? Das ist Weltgeschichte als solche, das findet man in jedem Land der Erde irgendwo vor, wo die Bibel irgendwo da verbreitet ist. So ist die Geschichte allgemein bekannt und so. Ja, aber Sie wollen doch auf irgendwas hinaus. Ja, dann sage ich das, worauf ich hinaus will. Ja, kann ich Ihnen sagen. Stellen Sie sich das doch mal vor. Ja, die Juden sagen irgendwo, ihr Land, sie gehen nach Israel. Ja? Wie geht das? Sie wollen unbedingt das Land Palästina von den Palästinensern. Ja? Und der Film God on Trial sagt, naja, eigentlich gehörte ihnen das Land Gosen da, ja, oder Goschen, wissen nicht, wie Leute das aussprechen, ich sag mal Gosen zu Deutsch, ja, im Lande Gosen, also da, weiß ich nicht, da irgendwo im Norden, weiß ich nicht, Ägyptens da, so mehr östlich so, ja, weiß ich nicht, Alexandria früher da, Kairo, ich weiß nicht, da irgendwo so eine Ecke dazwischen, ja, also geografisch zumindest, ja, und da sagen die, ja, da kommen sie ja nur auch alle her, ne, haben da irgendwo in der Bibel steht da, sie haben da Python, die Stadt Python gebaut und irgendwo da, und für den Pharao da, Ramses und so, für den haben sie da rumgebaut irgendwie, weiß der Geier, welcher Ramses das war. Aber da kam der Auszug so, ja, angeblich wohl 1400 vor Christus und so. Und die stellen sich in Polen irgendwo in einem Arbeitslager, oh, wir sitzen hier alle in einer Scheiße, ja, Gott, warum hast du uns da rausgeführt? Ja, also jetzt müssen wir mal sagen, worauf sie da hinaus wollen. Ja, das sag ich doch mal. Die Zionisten waren der Meinung, sie müssen dahin. Waren die da in diesem Arbeitslager auch Zionisten, die da irgendwo zum Lande Gosen zurück wollten? Das wollten die nicht. Die haben geklagt, Gott, oh Gott, warum hast du uns aus Gosen? Aus Gosen, was ist, soll das? Ja, es wäre uns doch viel besser, und wir kommen doch aus Gosen.
Die Juden sagen aber immer, nein, sie kommen von Zion, sie kommen von Israel und sonst wo woher. Wie geht das eigentlich? Da stimmt doch irgendetwas nicht. Auch für die Zionisten, die da einfach mal sagen, oh ja, oh ja. Also sie wollen jetzt wirklich mal sagen, die hören alle nach Ägypten. Weil das kommt doch eigentlich auch alles aus Ägypten. Das ist so ihre Meinung so, ja? Weil die Mehrheit sozusagen. Ja, das dürfte doch so aussehen. Ich meine, da war ein, zwei Juden, die waren da vielleicht da im Lande Kanaan und dann gesellte sich plötzlicherweise ein riesengroßer Schwung irgendwo worüber da durch den Riesenauszug da irgendwo, dann 40 Jahre durch die Wüste und dann alle ab nach Palästina. Die kommen doch eigentlich alle aus Ägypten. Das ist das, was ich sagen will. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie sagen, dass die jetzt alle nach Ägypten zurückgehen sollen? Oder was wollen Sie damit sagen? Naja, also in dem Lager, in dem Film God on Trial, da war das zumindest so. Ja. Ja, Sie müssen sagen, das war im Film so. Ja, es war im Film so, mehr kann ich darüber jetzt nicht mehr sagen, ja. Aber der Film ist mir dann mal irgendwo, ja. Ich meine, vielleicht hätte man weniger Ärger, wenn sie alle nach Ägypten gehen. Na, das ist ja eine blöde Art von Ihnen, was Sie da erzählen, ja. Ja, das kann sich nur ein Berliner einfallen lassen. Es geht eigentlich gar nicht anders, was Sie da machen, ne. Das ist mal wieder so richtig Sie als Berliner erzählen immer sowas, ne. Ja, ja, das ist ja irgendwie, ja. Na, ist auch nicht normal, was Sie da bringen, ne. Also ich sage nochmal, schaue man sich mal den Film God on Trial an, ja, oder die, weiß ich nicht, die Leute, die da glauben, dass das ihre Identität darstellt, ja. Also ich verstehe das nur nicht. Manch einer, ach ja, weiß ja gar ja, was man da erzählen wollte. Ich bin ein Amerikaner, nein, Indianer bestimmt nicht. Ja, ich kann mir was einbilden, aber das ist dann immer so, ne. Naja, gut, also was immer man sagen will, ne. Naja, es ist nicht alle Tage Abend. Ja, da haben Sie mal recht, ist nicht alle Tage Abend. Das muss ich Ihnen mal sagen. Aber es ist auch interessant, was Sie da erzählen. Muss ich auch mal sagen, ja? Ja, Sie finden es interessant, ja? Also, nun gut, ich rate niemanden an. Ich weiß es nicht, ja? Also, von mir aus soll jeder Mensch seiner Heimat verhaftet bleiben. Man muss niemanden hin und her schicken und so. Auch nicht wegen Religion als solches. Ist so ein bisschen übertrieben irgendwie. Ja, halte ich ja so irgendwie alle. Weil Religion ist für mich, ich werte die nicht so als solche. Ich habe da keine Überbewertung. Es gibt Menschen, die tun sich das ewig überbewerten und werden auch daran immer fanatisch. Ja, immer wieder neu irgendwie. Und wenn man wirklich echten Fanatismus will, ich helfe mit, ja. Bitte gehen Sie nach Ägypten. Das wär's doch, ja. Gehen Sie bitte endlich nach Ägypten alle, ja. Dann haben wir unsere Ruhe mit irgendeinem Zirkus, ja. Weil das gibt ja Deutsche, die glauben, ich weiß nicht, was sie glauben, ja, die glauben, die Juden, die sind hier oder, weiß ich nicht, Israel, Berlin hat Israel erfunden oder sowas ähnliches, ja, das ist ja nur auch alles nicht wahr, ne. Ja, das ist mal wahr, das müssen sie auch wirklich, da haben sie, das brauchen sie gar nicht erst richtig stellen, das wissen sie ja, dass das so ist, dass das ja nun gar nicht der Fall ist, ne. Ja, das stimmt, das weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Na gut, ja, dann war's das mal, ja. Ja, ich danke Ihnen schön. Das war natürlich mal auch ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen, ja. Man schaue sich mal einen Film an. Naja, wunderbar, einen Film. Ja, Sie nennen es Lehrfilm, ja. Ja, ich nenne es einen Lehrfilm, weil das ist keine Unterhaltung in dem Sinne. Das hat auch schon was ein bisschen Geschichte mal so aus einer Perspektive oder aus einem Blick oder wie immer man das nennen will, mit ein bisschen Spaß an Worten. Man kann es ja irgendwie nennen. Schaue man sich das mal an, kann man auch sagen, ja, und so vielleicht zum Denken für irgendetwas, was Geschichte sein soll. Na gut, dann haben wir das. Verbleiben wir mal dabei. Das war's dann. Wunderbar. Ja, wunderbar. Für ihn auch, ja. Oder zu Ihnen auch mal, ja. Na gut. Ja, alles gut, mein Herr. Alles wunderbar. Ja, Sie haben es gehört. Man schaue sich mal einen Film an. Unterhaltung oder Bildung? Ja, das ist hier die Frage. Ein Film kann sehr interessant sein. Das ist nun einmal so. Man frage sich dies, man frage sich anderes. Ja, natürlich, wir sind hier aus Berlin, Berliner Ecke, das war's dann mal. Ihr Sprachfunk.